Hallo ihr Lieben, noch ein Video für heute, wo ich euch zeige, wie man diese Knick hier verwenden kann, um diese Umschlag bei Mützen oder hier wie bei Stulpen fest haben kann. Ich zeige dir erstmal hier bei den Stulpen, was ich hier gestrickt habe. Siehst du, das war doch gut, dass ich im Krankenhaus war, habe ich viel Zeit, um irgendwas zu stricken. Hier habe ich das gemacht, wie du siehst, das ist hier gut zu sehen. Ich sage dir gleich, wie man das macht, was man da macht. Und da kannst du mal sehen, dadurch entsteht so ganz tolle Rand und das sitzt hier fest. Hier habe ich das nicht, weil das ist dieser Unterteil, was auf die Schuhe geht. Habe ich das nicht gemacht und da zeige ich dir, wie das aussieht, wenn das nicht mit diesem, ja sagen wir, Übergang ist. Dann steht das hier so an den Seiten und liegt nicht so gut zusammen wie hier. Ich habe noch ein, das war bei einem Bündchen 2x2, das heißt zwei rechte Maschen, zwei linke Maschen. Hier habe ich auch zwei linke, zwei rechte, zwei linke, wo ich diesen Übergang nicht gemacht habe, weil wie ich schon sagte, das ist dieser Unterteil von den Stulpen. Und jetzt habe ich als Beispiel für euch einmal gemacht mit einer Masche rechts, eine Masche links. Da kannst du das vielleicht machen wir das so. Moment, jetzt. Eine rechte Masche, eine linke Masche. Hier habe ich das mit dem Übergang. Ich nenne das einfach Übergang. Ich weiß nicht, wie man das nennen sonst kann. Und das ist ohne. Jetzt kannst du hier sehen, wenn ich das hier so zusammen, Moment, zusammenklappe. Natürlich klebt das nicht, weil da ist kein Klettverschluss. Aber wenn du das bei Mütze oder Stulpen oder Handschuhen hast, dann liegt das viel schöner und dieser Rand, wie du hier sehen kannst, ich mache das gleich nochmal, und das ist hier ohne diesen Übergang, kann man sagen. Und jetzt machen wir das ein bisschen näher und dann kannst du hier sehen, was für Unterschied das ist. Das ist mit diesem, wie ich sagte, Übergang und das ist ohne. Wie ich das mache, das ist ganz einfach, meine Lieben. Das ist einfach, wenn du ein Bündchen strickst, zwei rechte Maschen, zwei linke Maschen. Moment, jetzt habe ich das hier. Ich habe hier, wie du siehst, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, zwei rechts, zwei links. Dann bin ich bis diese Höhe hier gekommen und dann habe ich gestrickt, da wo die rechten, zwei rechten Maschen waren, wie du siehst, habe ich zwei Maschen links. Da wo die linken waren, in diesem unteren Teil hier, habe ich zwei rechte Maschen. Da wo wieder die zwei rechten, habe ich zwei linke. Das ist ganz einfach, wie du siehst, da ist diese, ja, dieser Übergang, sagen wir einfach Übergang zu diesem zweiten Teil. Und dann ist auch wichtig, dass du diese erste Teil ein bisschen breiter machst als das zweite. So. Und so sieht das aus, das ist hier mit diesem Rand ganz schön glatt und sauber.
Mehr brauche ich euch nie sagen. Ich brauche euch das auch nicht zeigen. Ich habe das extra hier so gestrickt, diese kleinen Stückchen, um euch das zu zeigen, dass man das auch mit Bündchenmuster, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links stricken kann. Das ist nicht nur für Bündchen 2x2. Und wie du siehst, sieht viel schöner aus. Hier habe ich euch diese Beispiel gezeigt, wo man das mit diesem Rand oder Übergang gemacht, wo ich das gemacht habe. Und hier ist ohne. Und wie du siehst, und noch dazu muss ich sagen, zu den Stulpen hier, denke ja nicht, dass ich habe hier mehr Maschen. Das ist genau, das sind genauso viele Maschen wie hier. Das sind nicht mehr Maschen. Das ist einfach dadurch, dass du diesen Sprung gemacht hast, ist das so, wenn du das jetzt umkrempelst, ist das, entsteht da das so schön und ich finde das ganz, ganz toll. So, das war's. Das war ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, du kannst das verwenden. Und für heute, das war's. Ab morgen geht wieder los mit Stricken. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.